Währung werden die beiden denn, seine Tochter, in welcher Währung werden die denn irgendwann mal bezahlen, wenn sie dann soweit sind mit 18? Was glauben Sie? Welche Währung die bezahlen werden? Ich habe keine Ahnung, mit welcher Währung die bezahlen werden. Aber wenn Sie es nicht wissen, wer soll es denn dann wissen? Es kann niemand wissen. Es ist ein solches Chaos momentan in dieser Diskussion um die Währungen. Es kann wirklich niemand wissen. Der Euro, so wie er momentan ist, ist ein Riesenproblem. Sie haben viele Bestseller zu dem Thema geschrieben, haben auch sehr viele Weltuntergangsszenarien gezeichnet und darin so Sätze. Die Welt dreht sich immer weiter, auch in meinen Szenarien. Da ist nie eine untergegangen. Ja, aber man hat trotzdem das Gefühl, demnächst passiert es. Sie haben eine, ich sag mal, interessante Theorie entwickelt, warum es finstere Mächte gibt, die ein Interesse daran haben, dass es Griechenland möglichst schlecht geht und uns auch demnächst, weil beim Griechen der Uso nicht mehr aufs Haus geht. Warum? Also es gibt keine finsteren Mächte und es gibt auch keine bösen Verschwörungstheorien. Nein, das geht völlig an dem vorbei, was ich geschrieben habe. Wenn Sie es so darstellen wollen, ist es okay, ja. Aber es ist nicht das, was ich geschrieben habe. Aber was ist die Idee davon? Die Situation ist eine andere. Wir haben im östlichen Mittelmeer riesige Kohlenwasserstoffvorräte. Wir haben dort Gasvorkommen, die ausreichen, die Europäische Union über Jahrzehnte mit Gas zu versorgen. Wir wissen seit Herodot über die Kohlenwasserstoffe im östlichen Mittelmeer, über die Dimensionen, die dort vorhanden sind, wissen wir aber erst seit wenigen Jahren. Diese Gasvorkommen sind so intensiv, dass natürlich da ein großes Interesse von vielen Spielern besteht, an diesen Kohlenwasserstoffen Hand anzulegen. Und da spielt Griechenland eine ganz große Rolle mit. Griechenland, Zypern haben große Kohlenwasserstoffe, große Gasvorkommen in ihren Hoheitsgewässern. Und um die sind viele Hände, die da gerne zugreifen wollen. Und darüber berichte ich. So, darüber berichten Sie. Und was aber daraus folgt, ist ein Szenario. Ich sag mal, James Bond ist nichts dagegen. Also, es gibt Geheimagenten, die was gemacht haben. Es gibt einen Bericht aus Griechenland. Und als ich diesen Bericht gelesen habe, diese Zusammenhänge gesehen habe, war ich auch sehr skeptisch. Ich habe gesagt, das klingt ungewöhnlich. Es ist ein Bericht des russischen Geheimdienstes, der in Griechenland aktiv war, im Vorfeld von Gesprächen des damaligen Präsidenten Karamanlis mit Putin und dem bulgarischen Präsidenten um eine Pipeline, eine Gaspipeline South Stream. Im Vorfeld dieser Gespräche war der russische Geheimdienst in Griechenland aktiv. Abschirmmaßnahmen und ist dabei aufmerksam geworden auf Aktivitäten eines, so heißt es in diesem Bericht, der übrigens nicht nur mir vorliegt, der auch der griechischen Staatsanwaltschaft und vielen anderen vorliegt, dass ein westlicher Geheimdienst in Griechenland gezielt die Destabilisierung Griechenlands betreibt. Diese Information haben die Russen an den griechischen Geheimdienst übergeben. Dieser westliche Geheimdienst kann wer nur sein? Wir sind es ja wohl das nicht. Das habe ich nie gesagt, wer das ist. Ich habe auch keine Fakten dazu. Es heißt in diesem Bericht, ein westlicher Geheimdienst. Fakt aus. Mehr habe ich nie behauptet. Und das Interessante für mich war, ich habe das auch alles lange Zeit für sehr schwierig gehalten, dieses Thema, weil die Quellen eben schwer zu durchleuchten sind. Als dann allerdings die griechische Staatsanwaltschaft in diesem Zusammenhang unter Bezugnahme auf diese Geheimdienstberichte und unter Bezugnahme auf die Erkenntnisse des eigenen Geheimdienstes offiziell Anklage erhoben hat, wegen Hochverrat, versuchtem Umsturz und Mordversuch am damaligen Präsidenten Karamanlis. Das ist ja keine Erfindung von mir. Es ist die offizielle Anklageerhebung der griechischen Staatsanwaltschaft. Da war Ihnen klar? Nein. Da war mir überhaupt nichts klar. Und darüber habe ich berichtet. Ich habe darüber berichtet, dass die griechische Staatsanwaltschaft Anklage erhoben hat, in diesem Zusammenhang gegen unbekannt, weil die Berichte vorlagen. Aber um das jetzt einmal sozusagen einzuordnen, weil das alles sehr, sehr verwirrend ist. Also Sie sagen, da gibt es eine finstere Macht, so nenne ich die jetzt einfach, irgendwelche Schlapphüte, die sind unterwegs, wollen einen griechischen Regierungschef um die Ecke bringen, möglicherweise, werden dummerweise dabei erwischt. Dieser westliche Geheimdienst hat ein Interesse daran, dieses Land in die Pleite zu treiben, um besser an diese Erdgasvorkommen zu kommen. Kann man das so verkürzen? Nein. Nein. Es ist wesentlich umfassender. Und diese Informationen, die sind abrufbar, die sind nachlesbar. Diese Quellen sind belastbar. Aber wie ist es dann? Diese Hintergründe sind mannigfaltig. Es ist tatsächlich ein großes Interesse an diesen Kohlenwasserstoffen. Es war das Problem, dass Karamanlis sehr intensiv mit Putin zusammengearbeitet hat, mit den Russen zusammengearbeitet hat und sehr eng mit diesen Gasvorkommen mit den Russen verhandelt hat. Da hatten natürlich westliche Dienste kein Interesse daran, dass die Russen hier die Hand dran kriegen. Karamanlis war diesbezüglich ein Problem. Darüber war außerhalb Europas niemand interessiert an den Aufstieg des Euro seinerzeit. Der US-Dollar damals unter massivem Druck. Wir hatten die Pleiten, wir hatten Lehman-Pleite, der US-Dollar unter Druck, der Euro auf dem Weg zur Weltleitwährung. Es war sogar Greenspan, es war Krugman, es waren Nobelpreisträger, die sagten, in wenigen Jahren wird der Euro den US-Dollar als Weltleitwährung abgelöst haben. Kurzum, die Amerikaner
ihre Existenz hängt in wesentlichen wirtschaftlichen Bereichen davon ab, dass ihre Währung Weltleitwährung ist. Die hatten also echtes Problem mit diesem Aufstieg des Euro. Also es kommen viele Dinge zusammen, warum man ein Interesse daran hat, in Griechenland für ein bisschen Ärger zu sorgen. Das heißt, wir haben jetzt auf jeden Fall geklärt, obwohl Sie es vorher nicht beantworten wollten, dass es die Amerikaner sind, die da ihre Finger mit dem Spiel haben. Das finde ich schon mal gut. Wir tasten uns ran. Herr Bahr, also ich wusste gar nicht, dass Herr Müller jetzt nicht nur Börsenexperte ist, sondern ist eine Verschwörungstheorie. Chefermittler und auch noch dann mit dem Buch daran verdient, das ist ja alles okay. Ich hänge solche Verschwörungstheorien nicht an. Ich will ja gar nicht sagen, dass es verschiedene Interessen gibt. Natürlich hat USA auch sehr stark eigene Interessen, das haben wir jetzt auch wieder aktuell erlebt. Und auch Russland verfolgt sehr stark eigene Interessen. Und das haben wir auch in Zypern gerade erlebt. Da ist natürlich eine Auseinandersetzung, Zypern gehört zum Euroraum. Aber ich glaube, dass wir schon in Europa auch ein großes Interesse daran haben, dass das erfolgreich wird und dass wir auch unsere Probleme selbst lösen. Und Griechenland ist ein demokratischer Staat, hat dann offenbar auch die Kontrolle, das soll auch so bleiben. Und bloß nicht, dass irgendwelche Verschwörer... Ich möchte gerne wissen, wo diese drei Leute sind, die die Welt beherrschen und diese Verschwörung haben. Ich möchte das auch ganz klarstellen. Ich spreche überhaupt nicht von Verschwörungstheorien, von wilden Abenteuern. Naja, Herr Müller, aber Sie sollten das jetzt nicht relativieren. Ihr Buch, wenn man Ihr Buch aufmerksam liest, es ist natürlich eine Ansammlung von genau solchen Fakten, die dazu führt, dass ich als schlichtes Gemüt sage, oh mein Gott, da draußen sind Typen unterwegs, die wollen auf jeden Fall nichts Gutes. Exakt, es ist eine Ansammlung von Fakten. Und diese Informationen, die ich belasten kann, wir haben die seit heute ab heute Nacht haben wir diese Quellen online gestellt. Die kann jeder nachrecherchieren. Auf cashkurs.com haben wir heute Nacht diese Quellen alle online gestellt. Jeder kann sich das selbst anschauen, sich ein Bild machen. Nochmal, ich habe nie irgendwas behauptet, für was ich nicht eine Primärquelle habe. Aber Sie rudern da jetzt sehr zurück. Nirgendwo. Ich sage nur, dass ich... Doch, Sie rudern zurück. Ich behaupte immer das, wo ich die Quellen dafür habe. Nein, aber Sie müssen sich doch auch Ihrer Verantwortung in dem Moment auch bewusst sein. Wenn jemand wie Sie, der auch eine solche Kompetenz in dem Bereich hat, wenn Sie nach vorne gehen und sagen... Das ist jetzt so, da draußen laufen ein paar Typen rum, die wollen Griechenland destabilisieren und haben ein großes Interesse daran, dass uns das alles um die Ohren fliegt, weil sie was auch immer dann vor der griechischen Küste vermuten, dann hat das natürlich auch Folgen, weil ihnen viele Menschen glauben. Die sollen sich es anschauen, die sollen sich die Quellen anschauen, die sollen sich ihre eigenen Gedanken machen. Und ich behaupte nur das, für was ich Quellen habe. Ich kann doch dafür nichts, ich kann es doch nicht verschweigen, wenn hier eine Staatsanwaltschaft Anklage erhebt, dann ist doch keine Verschwörungstheorie von mir. Aber Sie bringen sie natürlich in Zusammenhang mit anderen Fakten. Ich will ja gar nicht leugnen, dass es diese Fakten gibt. Ich habe das Buch noch nicht gelesen, ob es überhaupt schon im Handel ist. Aber Sie nehmen Fakten aus verschiedenen Ereignissen und führen die zusammen und deuten sie. Das ist die Aufgabe eines Journalisten, natürlich. D'accord, aber das ist noch mal mehr, als dass Sie nur sagen, da sind die Fakten. Sondern Sie bringen sie in Zusammenhang und haben daraus natürlich eine Theorie. Ich kann das nicht beurteilen. Ich bin kein Chefermittler und ich bin auch kein Experte für Zusammenhänge dabei und russische Geheimdienste. Ich kenne mich da nicht. Glücklicherweise bin ich als Gesundheitsminister nicht auch noch für die Geheimdienste zuständig. Es muss einem Journalisten erlaubt sein, über solche Dinge zu berichten. Es muss doch erlaubt sein, solche Dinge zu benennen, für die es Belege, für die es Beweise gibt. Wir leben in einem freien, belastbare Quellen. Auch wenn ich Ihre Theorie nicht teile und auch wenn ich Ihre Einschätzung zum Euro nicht teile, trotzdem kämpfe ich dafür, dass Sie Ihre Meinung frei in Deutschland sagen dürfen. Das ist ein gutes Recht und dass Sie damit auch Geld verdienen dürfen und ein Buch verkaufen dürfen. Das dürfen Sie auch nicht dafür werben. Aber natürlich. Sie verdienen auch Geld mit Ihrem Job, glaube ich. Ne? Absolut. Ich stelle mich auch der Wahl. Wie bei der Commerzbank? Das kommt darauf an, welchen Job es bei der Commerzbank gibt. Aber darum geht es gar nicht. Absolut. Ich verstehe gar nicht, warum Sie sich da angegriffen fühlen. Nur natürlich ist das. Aber wenn Sie mir vorwerfen, dass ich Geld verdiene, meine ich nur. Ich werfe Ihnen das nicht vor. Ich sage nur, Sie verkaufen ein Buch mit einer Theorie, die natürlich spannend ist und die Aufmerksamkeit sorgt und die natürlich auch. Möglicherweise in der großen Verunsicherung, die wir haben. Wir haben eine große Verunsicherung gerade im Euroraum, in Europa. Auf fruchtbarem Bodenfeld. Das verstärkt. Und wenn das dann alles frage ich mich doch, warum? Wir haben diese Kohlenwasserstoffe. Griechenland und Zypern sitzen nachweislich auf riesigen Gasfeldern. Aber Herr Müller, da muss ich die Frage stellen. Warum ignoriert die Bundesregierung komplett diese Gasvorkommen und zieht die nicht in Betracht, wenn es um die Rettungspakete für Griechenland und Zypern geht? Ja, weil die Eigentumsrechte noch nicht geklärt sind. Wir haben Gasvorkommen, Entschuldigung. Wir haben noch Gasvorkommen in dem Raum. Da gibt es Besitzansprüche anderer Länder. Ich werde gar nicht sagen, dass es nicht besehen wird. Wir sehen, dass da eine Chance ist. Die Amerikaner wohnen doch schon. Noble Energy. Deswegen glaube ich, haben wir doch auch ein Interesse daran, dass Griechenland und Zypern auch im Euroraum bleiben und in Europa bleiben, weil wir natürlich auch eigene wirtschaftliche Interessen haben. Warum findet da keine Diskussion drüber statt? Warum wird doch immer heute noch in den Leitmedien, die über das Buch schreiben, gesagt, das wäre alles Quatsch, diese Gasvorkommen gibt es überhaupt nicht. Das ist für mich vollkommen nicht nachvollziehbar, warum solche Fakten ignoriert werden. Was heißt nachweisbare Fakten? Waren Sie unten und haben gebohrt und geguckt, ob da Gas ist? Also, Herr Lanz... Frage.
Meine ich ganz ernsthaft. Irgendwo hört es auf. Irgendwann endet die Pflicht des Journalisten. Ich habe belastbare Quellen. Ich habe sie heute Nacht offengelegt. Ja, es gibt ganz viele Quellen, die auch sagen, deswegen stelle ich die Frage, die sagen, möglicherweise liegen da große Vorkommen. Möglicherweise ist es anders als ganz sicher. Im Gegensatz zu vielen anderen habe ich mir auch die Mühe gemacht, vor Ort zu fahren. Nicht abzutauchen, aber mich zumindest mal mit der damaligen Außenministerin zu treffen. Und die sagte unter Zeugen, Griechenland sitzt auf Gasvorkommen, die denen Libyens entsprechen. Jetzt frage ich Sie, ist jetzt meine Aufgabe nachzuprüfen, ob die Frau die Wahrheit sagt und dann runterzutauchen? Also gerade wenn es die Studien gibt, der Royal Bank of Scotland, es gibt die Studien der geologischen Gutachter, ich habe die wissenschaftlichen Gutachten, ich habe mir bestätigen lassen, dass die Wissenschaftler diese Gutachten seriös sind. Müsste man jetzt sehr tief eindringen. Ich sende Ihnen nur ein anderes Beispiel und damit sollten wir das Thema dann auch beenden. Grönländer zum Beispiel verkaufen genau mit der Tatsache, dass es möglicherweise vor der grönländischen Küste gigantische Erdgasvorkommen gibt. Genau damit verkaufen sie sozusagen ihr Recht auf Unabhängigkeit und sagen, wir können als eigenständiger Staat wunderbar bestehen. Weil irgendwann kommt die ganz große Kohle vom großen Gas. Aber ob die jemals wirklich kommt, weiß ich nicht. Und es gibt ein großes politisches Interesse daran, diese Legende dieser angeblich so großen Gasvorkommen weiter aufrechtzuerhalten. Ich will nur sagen, es könnte auch sein, dass eine griechische Ministerin ein großes Interesse daran hat, zu sagen, pass mal auf, wir sind gar nicht so pleite, wie wir immer tun. Da gibt es noch was. Und wenn wir uns jetzt Geld gibt, dann kriegt ihr es irgendwann mal in Form von Gas wieder zurück. Ich empfehle das Ihnen, einfach nur mal schauen Sie sich die Belege an. Ich habe sie öffentlich gestellt. Okay. Jeder kann sich anschauen. Gehen Sie ist auf jeden Fall spannend. Schauen Sie es an und dann bilden Sie sich wieder eine Meinung. Aber das finde ich das Erschreckende momentan. Ich bekomme von sehr vielen genau diese Vorwürfe, die sagen, alles Quatsch, alles Quatsch. Sie haben sich nie damit beschäftigt, Sie haben sich nicht intensiv damit beschäftigt. Sie haben diese Quellen nie gesehen, trotzdem setzen Sie hin und sagen, alles Quatsch. Das ist mein Job als Journalist. Nein. Da muss ich jetzt mal nachfragen. Der Job muss sein, das muss ich mir mal angucken und wenn ich die Fakten beieinander habe, reden wir. Mein Job ist, kritisch nachzufragen. Aber ich darf als Journalist, ich darf nicht diese Dinge berichten. Aber Sie müssen dann damit leben, dass man kritisch nachfragt. Wenn man nachfragt, ist ja richtig. Nur wenn man einfach nur in Abrede stellt, ohne zu überprüfen. Das ist dann schon schwierig. Ich sage nur, dass es auch noch Gegenargumente gibt, weil mir sehr klar ist, dass es da draußen sehr viele Menschen gibt, die sagen, da sitzt jemand, der nachweislich kompetent ist in Börsendingen und setzt eine Weltverschwörungstheorie in die Welt und in die Diskussion und bringt die in die Debatte. Und was, wenn der Recht hat? Ach, wissen dann kaufe Sie ich erstens sein Buch und zweitens bin ich möglicherweise einer Räuberpistole aufgesessen. Hätte ich Ihnen die Abhörgeschichten der NSA vor 5 Monaten erzählt, hätten Sie mich in die Klapse abführen wussten lassen. Sie das? Ich habe bereits vor 2011 darüber berichtet, welche Möglichkeiten bestehen. Sie wussten das auch? Ja, selbstverständlich. Warum haben Sie uns nichts gesagt? Ich habe darüber berichtet, natürlich. Sie lesen nur die falsche Zeitung, offenkundig. Sehr gut. Ich will nur sagen, wir sind da, glaube ich, näher beisammen, als man so denkt. Es ist, glaube ich, wichtig, Rede und Gegenrede, da, weil wir gerade bei den alten Griechen sind. Das hat ja auch eine gewisse Tradition. Herzlichen Dank dafür auf jeden Fall.